Dass man sich beim Tanzen durchaus näher kommt, ist kein Geheimnis. Aber wann wird aus der gespielten Leidenschaft ein echtes Feuer? Eine Frage, die Fans von Profitänzerin Christina Luft und ihrem Ex-Let's Dance-Partner Luca Henny brennend interessieren dürfte. Bereits während der laufenden Staffel kochte die Gerüchteküche, ob zwischen den beiden nicht mehr läuft. Dann folgte auch noch ein gemeinsamer Videodreh für den Song Diamant des DSDS-Siegers von 2012. In einem RTL-Interview erklärten die beiden wohl allerdings, dass sie kein Paar sind. Vielleicht, weil Christina ihr Herz an einen anderen Mann verloren hat. Das dürfte sich vielleicht der ein oder andere beim Blick auf die Instagram-Story der Tänzerin gedacht haben. Hier beantwortete sie die Frage, welcher ihr Lieblingstanz sei, mit Rumba und postete dazu ein heißes Bild aus der diesjährigen Profi-Challenge mit Christian Polans, auf welchem es fast so aussieht, als würden sie sich küssen. Eine zufällige Bildauswahl? Auch in ihrem Instagram-Feed sorgte das Pick Ende Mai bereits für Diskussionen und so kommentierte dieser User: Das war einfach unglaublich. In diesem Tanz lag so viel Spannung und so viele Emotionen. Ein anderer protestierte: Nee, der Kuss gehört doch Luca. Auch verrieten Christian und Christina gegenüber RTL bereits, dass sie mal gemeinsam auf Tanzreise waren. Wenn sich Fans da nicht mal Hoffnung auf eine neue Liebe zwischen den beiden Let's Dance-Profis machen dürfen. Wir bleiben für euch dran.